Na, Stimmen gibt es immer und überall und vor allen Dingen aus verschiedenen Richtungen, in verschiedene Richtungen. Meine Damen und Herren, wie gerade schon angekündigt, die Landesgruppe der CSU im Bundestag, die tritt jetzt auch zusammen. Dort ist mein Kollege und unser Hauptstadtkorrespondent Gerd-Joachim von Fallois. Aber ich sehe im Hintergrund, das sieht nicht nach Reichstag-Gebäude aus, sondern... Nein, natürlich nicht. Die Landesgruppe der CSU trifft sich traditionell in der Landesvertretung der Bayern und das ist natürlich nicht der Reichstag. Und die Landesgruppe ist etwas geschrumpft. Früher waren es 56 Abgeordnete, jetzt sind es 46. Die Besonderheit bei der CSU, die sind alle direkt gewählt. Über die Landesliste ist keiner mehr hier ins Parlament gekommen. Das hat vor allen Dingen den Spitzenkandidaten Herrmann getroffen, der keinen Wahlkreis hatte. Er ist also nicht im Parlament vertreten, könnte aber ohne Probleme Bundesinnenminister werden. Dafür muss man nicht Abgeordneter sein. Aber es geht heute weniger um Herrn Herrmann, sondern um die Frage, wie geht es weiter bei der CSU? Wie geht es weiter nach diesem desaströsen Wahlergebnis? Und zu mir gekommen ist freundlicherweise Max Straubinger, bisher parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe. Herr Straubinger, gestern war ja schon die erste Analyse in München. Da wurde kurzfristig mal berichtet, dass die Landesgruppe überlegt, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufzukündigen. Das hat ja Franz Josef Strauß schon mal 76 gemacht, aber nur kurz durchgehalten. Und damals hat er das aus einer Position der Stärke gemacht, aus einer Position der Schwäche. Wäre das doch Selbstmord, oder? Nein, es gab überhaupt keine Frage, dass wir die bewährte Fraktionsgemeinschaft auflösen wollen. Das war eine Überinterpretation, die irgendwie nach außen gelangt ist und ist auch sofort richtig gestellt worden. Wir haben einen einstimmigen Beschluss im Landesvorstand gestern gefasst, die Fraktionsgemeinschaft fortzuführen. Heute gibt es weitere kritische Stimmen gegenüber dem Vorsitzenden, der dieses Ergebnis ja auch zu verantworten hat, dem CSU-Chef Seehofer. Da gibt es den ersten Landtagsabgeordneten, der seinen Rücktritt fordert. Rechnen Sie damit, dass diese Welle anhält? Bei der Fehleranalyse wird man zwangsläufig auf Herrn Seehofer und sein Verhalten stoßen. Ich glaube es nicht, dass diese Welle anhält. Wir müssen das Wahlergebnis richtig analysieren. Das ist mit unserer Aufgabe. Da haben wir gestern im Landesvorstand entsprechend auch darüber debattiert. Aber ich glaube das nicht, dass das eine Welle sei in der CSU. Wenn man die letzten Jahre in Bayern war, dann war es so, dass Horst Seehofer vor allen Dingen immer gesagt hat, das, was Angela Merkel da mit den Flüchtlingen gemacht hat, ist grundfalsch. Er wollte ja sogar klagen gegen die Bundesregierung. Und plötzlich hat er das Ruder rumgerissen und hat seinen Bürgern erklärt, also Angela Merkel ist die beste Kanzlerin, die wir überhaupt haben können. Ist es vor diesem Hintergrund ein Wunder, dass der ein oder andere CSU-Wähler gesagt hat, nee, dann wähle ich doch die, die auch diese Ausländerproblematik in meinem Sinne, nämlich Begrenzung, regeln. Das ist die AfD. Also diese Verluste, die sind doch gar nicht unerklärlich, oder? Die AfD regelt ja keine Begrenzung. Die Begrenzung haben wir als CSU herbeigeführt. Leider haben wir das nicht mehr so vermitteln können. Auf die Kürze der Zeitdauer ist es bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht angekommen. Wir werden heuer im heurigen Jahr nicht mal die 200.000, die die selbstgesteckte Grenze ja für die CSU bedeutet, an Zuzügen erreichen. Also wir haben hier große Erfolge mit vorzuweisen. Das ist uns aber nicht gelungen, im Wahlkampf das so transparent zu machen. Deshalb haben wir auch die Bundeskanzlerin natürlich unterstützt, also im gemeinsamen Bundestagswahlprogramm und darüber hinaus, weil wir eine erfolgreiche Politik getätigt haben. Über die 12 Jahre Regierungszeit unter Bundeskanzlerin Angela Merkel haben wir zum Beispiel die Arbeitslosigkeit halbiert, haben wir ausgeglichene Haushalte über 4 Jahre jetzt geschaffen. Wir haben eine hervorragende Finanzpolitik zu gewährleisten den Bürgerinnen und Bürgern und vor allen Dingen wirtschaftliche und soziale Stabilität in unserem Lande erzeugt. Das ist uns leider nicht so gelungen, das zu vermitteln, sondern es war nur immer ein emotional überragendes Thema in diesem Wahlkampf, das uns dann geschadet hat. Die Landesgruppe hier in Berlin ist traditionell näher dran, auch näher an der CDU dran. Nochmal im vergangenen Jahr bis hin zur Drohung der Klage war es schon so, dass aus München, dass auch vom bayerischen Ministerpräsidenten da ganz harte Töne angeschlagen wurden. Ist er denn noch der richtige Mann, um nach diesem historischen Tief, 38%, glaube ich, zweitschlechteste Ergebnis der CSU nach dem Krieg, ist er denn der richtige Mann, um die Landtagswahl im kommenden Jahr zu retten als Spitzenkandidat oder bräuchten Sie einen neuen Kandidaten? Er ist ein erfolgreicher Ministerpräsident und erfolgreiche Ministerpräsidenten wollen ihre Aufgabe und sollen auch ihre Aufgaben weiterhin erfüllen. Ich bin da felsenfest überzeugt, dass der Ministerpräsident und Parteivorsitzende der richtige Kandidat ist, auch die Landtagsfraktion dann in den Wahlkampf zu führen und uns sozusagen nächstes Jahr auch in diesem schwierigen Landtagswahlkampf dann entsprechend aber auch die Stärke zu vermitteln. Die CSU hat bisher Bayern hervorragend regiert. Wir haben das sicherste Bundesland, wir haben die geringste
höchste Kriminalität, die höchste Aufklärungsquote, die wirtschaftliche Stärke, wo uns alle anderen Bundesländer beneiden, und die soziale Sicherheit für die Menschen in unserem Land. Und wir lösen auch die Strukturprobleme und schaffen neue Strukturen, sei es der digitalen Ausbau, sei es natürlich des Verkehrsnetzausbaus und. Also Bayern ist der vortrefflichste und beste Wirtschaftsstandort insgesamt für in unserem Land und in Europa. Da bin ich überzeugt, dass wir mit Horst Seehofer hier garantiert diese Landtagswahl dann auch wieder erfolgreich bestreiten werden. Gut, viele Erfolge. Im Moment sieht es halt nicht ganz so rosig aus, aber man muss nach vorne denken. Jetzt hier gleich in der Sitzung bedarf es eines neuen Landesgruppenchefs, denn Gerda Hasselfeld hat ja aufgehört. Und der Parteivorsitzende schlägt traditionell vor, er wird Alexander Dobrindt vorschlagen. Das ist auch kein Geheimnis, wurde in den letzten Monaten hier in Berlin immer schon gehandelt. Bedeutet das, es gibt keine Gegenkandidatur? Ich bin überzeugt, dass es keine Gegenkandidatur geben wird und Alexander Dobrindt mit einem überragenden Ergebnis auch gewählt wird. Und wenn Sie jetzt mal nach vorne schauen, Jamaika scheint das einzig mögliche Bündnis zu sein. Die CSU tut sich traditionell schwer mit den Grünen, da auch wieder der Parteivorsitzende, der immer wieder seinen Unwill kundgetan hat bezüglich der Grünen. Sie arbeiten ja nun viel enger hier an den Grünen dran. Sie kennen die Akteure viel besser. Glauben Sie, mit den Grünen, auch mit den Akteuren, die da zur Verfügung stehen, Özdemir, Göring-Eckardt, ist ein Zusammenarbeiten auch für die CSU möglich? Ja, wir müssten jetzt auf alle Fälle ernsthaft diskutieren, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Das wird sich hinterher erst herausstellen, wenn es Ergebnisse gibt. Wir haben unsere Vorstellungen, insbesondere in der Reduzierung von Flüchtlingen in Deutschland und insgesamt in der Frage der Integration, aber gleichzeitig vor allen Dingen auch der Rückführung von Flüchtlingen, die bisher bei uns in Deutschland sind, aber abgelehnt worden sind nach unserem Asylrecht. Das sind entscheidende Fragen für die CSU und auch die Obergrenze, dass sie auch mit eingehalten wird. Wenn wir dies bewerkstelligen können in einer solchen Koalition, das müssen wir jetzt prüfen, das müssen wir jetzt diskutieren. Ganz ergebnisoffen letztendlich diese Diskussionen auch beginnen. Da sollte man jetzt keine Dogmen aufsetzen und dergleichen mehr. Das muss man austarieren. Dann entscheiden wir, ob es tatsächlich zu einer solchen Koalition mitreicht. Ja, hier bedauere ich sehr, dass hier die SPD glaubt, ihr Parteiwohl sei wichtiger wie das Landeswohl. Zum Schluss müssen wir sehen, dass wir eine stabile Regierung in Deutschland zustande bringen, um auch ein stabiles Europa zu haben. Wir sind die stärkste Volkswirtschaft, das größte Land. Wir haben die größte Verantwortung auch. Und das bedeutet, dass wir auch eine stabile Regierung hier bilden müssen, unabhängig des Wahlergebnisses, das uns die Bürgerinnen und Bürger bereitet haben. Wir müssen die richtigen Schlüsse daraus ziehen, müssen nach vorne schauen und unser Land entsprechend auch mitgestalten. Niemand will Ihnen ja die Obergrenze nehmen. Die anderen Parteien, Grün und FDP, antworten auch erstmal maximal. Aber es muss ja Kompromisse geben, auch gerade bei der Frage Obergrenze. Ist das unumstößlich oder sind Sie dazu Kompromissen bereit, zumal Sie auch Kompromisse verlangen werden müssen von der CDU, von FDP und Grünen? Es geht jetzt nicht um Kompromisse und vor allen Dingen nicht um Kompromisse in der Öffentlichkeit, sondern die werden wir dann möglicherweise finden nach entsprechenden Gesprächen. Sie waren parlamentarischer Geschäftsführer, Herr Straubinger. Werden Sie das wieder werden? Ich bin momentan der parlamentarische Geschäftsführer und da schauen wir dann nach den Landesgruppensitzungen und nach den Beratungen weiter. Gut, dann werden wir es vielleicht schon gleich wissen. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Max Straubinger war das, meine Damen und Herren, einer von 46 CSU-Abgeordneten, die dem 19. Deutschen Bundestag angehören und die sich jetzt hinter mir in der Landesvertretung Bayerns versammeln, in der Bärenstraße hier in Berlin, um einen neuen Landesgruppenchef zu wählen und um intensiv darüber zu sprechen, was da eigentlich am Wahlsonntag schiefgegangen ist aus Sicht der CSU. Ein schlechtes Ergebnis, das muss aufgearbeitet werden. Und damit zurück zu Stefan Kulle nach Bonn. Dankeschön nach Berlin, Gerd-Joachim von Fallois. Da warten wir natürlich auf weitere Informationen, was da sich noch tut. Professor Grunberg, Sie haben gerade auch mit zugehört. Keine Dogmen, hat er gesagt. Es war im Bayerischen keine Dogmen. Fast ein bisschen schwierig zu verstehen. Und kein Parteiwohl über Landeswohl. Was sind das für Töne? Ganz erstaunlich. Das sind moderate Töne, das sind dann letztlich aber auch die gebotenen Töne. Wir müssen natürlich sehen, das Ganze hat ja eine Dramaturgie, ein Drehbuch. Tag zwei nach diesem Schockergebnis für die CSU, da ist man jetzt natürlich noch nicht entspannt und da ist man noch nicht in der Verfassung, wo man dann eben auch sachpolitisch auf Kompromisssuche ist. Das wird Wochen, vielleicht sogar Monate brauchen. Aber
Das waren die ersten Signale, die eben darauf hinweisen. Und das ist natürlich ja auch die Herausforderung für die CSU. Wenn sie jetzt die Gefahr, wenn sie jetzt Gefahr läuft, sich an diesem Begriff Obergrenze und überhaupt an diesem einen Thema, Straubing hat ja gesagt, wir haben ja noch viele andere Themen, wirtschaftliche Verfassung, Arbeitslosigkeit, Soziales, ist ja viel mehr gemacht worden. Wenn wir uns jetzt hier festbeißen und im Grunde das zum Casus Belli erklären, daran gegebenenfalls dann auch Verhandlungen über Regierungsbildung scheitern ließen, das ist ja zu erwarten, die Grünen werden natürlich nicht den Begriff der Obergrenze, was damit verbunden ist, akzeptieren können, dann wird sich ja die Frage stellen, stellt die CSU hier ihr Parteiwohl an der Stelle über das Landeswohl, Gemeinwohl, Staatsräson? Zum Wesen des Politischen, Herr Kulle, das klingt so banal, muss man aber in solchen aufgeregten Zeiten doch immer wieder auch betonen, gehört nicht nur der Streit, sondern eben auch der Kompromiss. Kompromiss ist ein Wesen der Politik, geben und nehmen. Und wenn wir jetzt über diese Frage Regierungsverhandlungen sprechen, vier Partner, das ist schwierig, sie sind unterschiedlich, es wird viel Streit, viel Konflikt geben, aber letztendlich ist doch allen auch heute schon klar, es muss dann am Ende Kompromisse geben, wo jede Partei mit leben kann und auch ja die Gliederungen und die Basis das auch mittragen kann. Weil alle verstehen müssen, worum geht es eigentlich? Das Wohl des Landes und nicht nur der Partei. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Einschätzung. Auch für diesen kleinen Appell nochmal vom Politikwissenschaftler, meine Damen und Herren.